Dieser Podcast wird präsentiert von Clank, unser Partner für kinderleichtes Sparen. Dann sage ich mal, herzlich willkommen im MindShift-Podcast. Heute wieder mit Christina Hammer, Gründerin und Geschäftsführerin von Clank, unserem Partner für kinderleichtes Sparen. Das ist ja schon bekannt, weil wir es in den letzten Podcast-Folgen immer wieder ausspielen. Und ich freue mich sehr, dass aus der Community immer wieder Hinweise kommen und berichtet wird, dass die App runtergeladen wird von euch. Und deswegen freue ich mich, Christina, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Wir haben nämlich heute ein wichtiges Thema, wir zwei. Wir haben es letzte Mal schon angekündigt und ich habe mich echt drauf gefreut und habe ein bisschen recherchiert. Kommen wir gleich zu. Thema der heutigen Folge: Welchen Einfluss haben Mütter auf ihre finanzielle Situation? Vom Umtausch ausgeschlossen. Der Elternpodcast zum Buch von Katharina Pommer. Was Eltern nicht zu sagen wagen und warum sie trotzdem die besten Eltern der Welt sind. Wie wir als Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern können. Für eine erfüllte Partnerschaft, ein erfolgreiches Family-Business und eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kindern. Du willst dich mit echten Eltern austauschen? Dann werde Teil der MindShift-Family und erzähle anderen Mamas und Papas von unserem Podcast. Denn auch für Eltern gilt: Vom Umtausch ausgeschlossen. Von und mit Katharina und Norman. Ich denke, es ist ein wichtiger Beitrag, den wir heute leisten. Und ich freue mich, wenn wir in der Community zahlreiche Kommentare unter den Shownotes dieser Podcast-Folge haben. Und ich würde ganz gern mal mit vielleicht zwei Zahlen starten, was mich sehr beeindruckt hat. Wir reden ja im Speziellen heute über Mütter, aber in der Historie müssen wir ja auch die Frau in ihrem Rollenbild in der Familie betrachten. Und da habe ich mal eine Zahl gefunden: 1958 war die Frau erstmals berechtigt, ein eigenes Konto zu eröffnen. Das muss man sich mal überlegen. Das ist jetzt historisch gesehen noch gar nicht so lange her. 1977, auch eine interessante Zahl, durfte sie einen Beruf ausüben, wenn dieser nicht irgendwie ihre Rolle als Mutter, ja, also die Kindererziehung und das Familienleben irgendwie durcheinander bringt oder wenn das irgendwie Einschränkungen verursachen würde. Also das muss man sich auch mal überlegen. Ja. Oder auch eine ganz wichtige Zahl, wenn wir mal heute anschauen: 36% aller Aktionäre sind weiblich. 36%. Wie nimmst du das Thema wahr? Das wäre relativ viel. Also meine Zahlen sind da noch viel tiefer, wie viel Aktien insgesamt besessen werden. Aber ja, du hast recht. Insgesamt von den Aktionären ist es ein gutes Drittel. Aber nur 18% an sich der Frauen besitzen Aktien. Ja. Und im Vergleich dazu 27% von den Männern besitzen Aktien. Ja. Es sind eigentlich erschreckende Zahlen. Also wir reden überhaupt noch nicht über Gleichheit und ich glaube, wir müssen noch ganz viel arbeiten an unserem System, an unseren Strukturen, damit wir da eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen herstellen können. Wir wollen ja heute im Speziellen über Mütter sprechen und ich freue mich darauf, einfach auch ein paar Lösungsszenarien mit dir heute zu veröffentlichen, weil 30% der Frauen, das fand ich auch nochmal interessant, 30% der Frauen sagen, aufgrund von Kindererziehung und Familienzeit können wir uns nicht um unsere Altersabsicherung kümmern. Im Verhältnis zu den Männern mit 6%. Also das sind schon ziemlich, also ich fand es persönlich erschreckend. Ja. Und meine Frage heute auch an dich, an unseren Talk heute: Was können wir als Familie, aber auch speziell natürlich Frauen, Mütter, auch alleinerziehende Mütter tun? Was haben wir da für Tipps? Genau, da gibt's etliche Möglichkeiten, auf die ich gerne näher eingehen will. Mhm. Ja, und es ist immer noch so, wenn wir schon bei Zahlen sind, was für mich auch erschreckend ist, dass 7 von 10 Frauen überlassen die Finanzplanung immer noch den Männern. Ja. Und damit fängt es eigentlich schon an, wie wenig sich die Frauen selber damit beschäftigen. Und wir wissen ganz genau, dass es als Mutter ist man sehr beschäftigt und hat viel zu tun und viel um die Ohren. Aber es ist so ein wichtiges Thema, dass man sagen muss, ich kann das nicht einfach ignorieren, weil es zahlt sich extrem aus, wenn man sich wirklich von Anfang an, eigentlich schon, wenn man
wenn man heiratet oder in einer Partnerschaft lebt, von Anfang an dort über das Thema Geld auch zu reden. Häufig hört man ja, über Geld redet man nicht. Und es ist erschreckend, wie viele Paare eigentlich auch nie wirklich über Geld reden. Und das ist was man von Anfang an eigentlich sollte, wenn man, das muss nicht gerade beim ersten Date natürlich sein, sondern wenn man jetzt sagt, ja, vielleicht man zieht zusammen, man möchte doch eine gemeinsame Zukunft planen. Das ist ja egal, ob man verheiratet ist oder nicht. Aber es ändert sich dann eben nochmal so viel, wenn da noch ein Kind dazukommt. Weil dann muss man sich nochmal ganz andere Fragen stellen. Eben, wer bleibt daheim? Wer bleibt wie viel daheim? Wer verzichtet auf sein Gehalt? Gleichen wir das irgendwie aus innerhalb von der Familie? Ja, wichtige Frage. Wenn nicht drüber geredet wird, passiert höchstwahrscheinlich nichts. Und das sind diese Zahlen, die du jetzt genannt hast, warum es auch so viel tiefer zum Beispiel bei den Müttern und bei den Frauen ist, warum sie sich weniger um die Altersvorsorge kümmern, weil sie sich auch oder weil sie es gar nicht erst ansprechen mit ihrem Partner. Und der Partner ist vielleicht ganz normal immer noch im Berufsleben, wenn man jetzt so ein bisschen von einem klassischen Rollenmodell ausgeht und hat damit schon automatisch vorgesorgt. Und wenn ich mich nicht selber drum kümmere oder das mit meinem Partner bespreche, wie können wir das lösen, dann passiert definitiv auch nichts. Ich glaube, es ist auch gar nicht so bewusst, also wenn ich jetzt auch mal für die Männer spreche, dass ja im Grunde die Frauen benachteiligt sind, weil sie zu Hause bleiben. Ne? Also wenn wir das klassische Rollenbild sehen und der eine geht arbeiten, der andere kümmert sich um die Kinder, dann ist es ja, also wahrscheinlich nicht so sehr bekannt, ja, dass die Frau sich dadurch benachteiligt, dass sie zu Hause bleibt. Ja, und die Entscheidung muss man eben zusammenfällen und, ja, und zusammen drüber diskutieren. Und deswegen möchte ich eigentlich die Mütter stark machen, dass sie wissen, über was sie reden sollen, welche Themen man anspricht. Das bedeutet nicht, dass die Mutter die Expertin jetzt werden muss überall, aber ich muss mich drum kümmern und ich muss dementsprechend auch ein gutes Vorbild sein für meine Kinder, für meine Söhne, wie für meine Töchter, dass eben auch über Geld geredet wird. Was auch häufig so ein Fall ist, dass wenn man als Paar zusammenkommt, der Mann vielleicht ein bisschen älter ist, das müssen gar nicht viele Jahre sein, aber vielleicht schon länger im Berufsleben ist, ein bisschen mehr verdient als die Frau und dann so wie, ja, es macht ja am meisten Sinn, dass die Frau mehr daheim bleibt. Aber dann muss ich sagen, okay, und wie wird denn das ausgeglichen? Und da kann ich ja mit meinem Mann auch Vereinbarungen treffen, gerade wenn es um die Altersvorsorge geht, dass wir sagen, okay, du arbeitest, du bringst den größeren Teil vom Geld heim, ich arbeite vielleicht Teilzeit oder ich bleibe ganz daheim, das spielt eigentlich gar nicht eine Rolle, aber dass wir immer noch für beide schauen, dass die Altersvorsorge dementsprechend vorgesorgt ist. Und das nicht einfach vergessen. Und das zahlt sich eben genauso wie beim Sparen, ist es beim Altersvorsorgen genauso wichtig, dass man einfach immer dran bleibt. Weil das zahlt sich aus, diese vielen Jahre, wo man was auf die Seite legen kann. Wenn man da Lücken hat, ist es extrem schwierig, diese wieder aufzuholen. Lass uns da mal praktisch werden. Also angenommen, ein Elternpaar hört uns jetzt hier zu, ja, es kommt zum Thema, ja, sie hört den Podcast, sagt, hier, hör mal dir die Podcast-Folge an, die ist wichtig. An was muss ich denken als Mutter, ja, und welche Fragen muss ich in diesem Gespräch einfach mit meinem Partner klären, ja, oder Partnerin? Also als Ausgangslage würde ich immer mal nehmen, was haben wir eigentlich für Einnahmen und was haben wir für Ausgaben? Man kann da mal ein Budget, ein Grobbudget entwerfen, aber damit ich zumindest mal oder dass beide einfach einen Überblick haben, was kommt rein und was geht eigentlich raus und was haben wir dann auch noch für ein Potenzial? Weil nur so kann ich gewisse Fragen auch beantworten. Wie viel können wir uns tatsächlich leisten, noch für die Altersvorsorge auf die Seite zu legen? Wie viel Sparpotenzial haben wir für die Ausbildung von den Kindern? Und damit kommt dann eigentlich die ganze Planung auch. Was wollen wir im Leben zusammen erreichen? Wollen wir ein Haus bauen? Was jetzt bei euch gerade sehr relevant geworden ist. Ja, absolut. Ja. Wie sieht es aus? Wie könnten wir sowas finanzieren? Und
wenn ich mir da nicht frühzeitig Gedanken drüber mache und dann plötzlich sage, oh ja, so ein Haus, das hätte ich schon ganz gerne. Jetzt haben wir zwei Kinder, wäre ganz gut aus der kleinen Mietwohnung raus und in ein Haus. Aber wenn ich da mir nicht Gedanken vorher gemacht habe, habe ich ja nichts auf die Seite gelegt, habe auch keine Ahnung, wie ich das überhaupt finanzieren könnte. Hm. Und diese Fragen muss ich mir konkret stellen. Also ich würde da als erstes mir mal einen Plan machen, eben, wie sieht mein Budget aus? Einnahmen, Ausgaben, dort auch aufschreiben, eben, was sind fixe Ausgaben und was sind flexible Ausgaben, damit ich auch weiß, wo kann ich ein bisschen eher sparen, wo wird das schwieriger, weil es gibt natürlich Ausgaben, an denen kann ich nicht feste rumschrauben. Und dann eben, was will ich tatsächlich erreichen? Und auch so einen Plan machen. Was will ich in den nächsten 3 Jahren vielleicht erreichen? Oder vielleicht auch fürs nächste Jahr, dann so 3 bis 5 Jahre. Und dann aber auch wirklich einen längerfristigen Plan aufstellen. Wo wollen wir in 10 Jahren stehen? Und wie könnten wir, auch wenn man schon noch jung ist, sich trotzdem mal damit zu beschäftigen, wie könnte das aussehen, wenn wir mal pensioniert sind? Damit man dann eben auch genügend auf der Seite hat und sich nicht nur darauf verlässt, dass die gesetzliche Rente reinkommt, was den meisten ja auch nicht mehr reicht. Ja, das, was du gerade sagst, finde ich extrem wichtig, weil das natürlich auch ein Signal ist, ne? Was ich meinem Partner oder meiner Partnerin aussende, indem ich sage, ich interessiere mich für die aktuelle finanzielle Situation. Ja, also mach du das nicht mehr alleine, sondern lass uns das zusammen machen. Gleichzeitig auch die finanzielle Zielsetzung. Ja, man hat ja immer so vielleicht auch Ziele, die man jetzt nicht an Finanzen koppelt, zum Beispiel. Wo fliegen wir denn nächstes Jahr in Urlaub hin? Ja, oder dieses Jahr? So, aber dann auch noch den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wichtiges Thema, Ausbildung der Kinder, ja, Privatschule oder staatliche Schule. All das, was ja auch finanzielle Investments bedeutet in absehbarer Zeit, wenn ich weiß, mein Kind kommt in 3, 4, 5, wann auch immer Jahren in die Schule, dann brauche ich halt diese Weitsicht heute, um entsprechende Sparanlagen machen zu können. Aber dieses überhaupt sich mal an den Tisch setzen, auch wenn das Thema vielleicht nicht so wirklich sich spannend anfühlt, ne? Finanzen ist ja immer irgendwie so ein Thema, wo ich sage, ah, ich muss, ja, irgendwie hast du dann auch mit Bank zu tun und mit Steuerberatung zu tun und so will man das, aber ich glaube, dass diese Klarheit für beide Seiten und auch dieses Commitment für beide Seiten zu sagen, wir stehen für die Einnahmen, also das, was auf welchem Weg auch immer, ist ja völlig egal, reinkommt gerade, aber wir stehen auch gemeinsam für oder entwickeln gemeinsam Lösungen für die Ausgaben. Ja? Also das entscheidet dann auch nicht mehr einer alleine, ob es der teure Urlaub wird oder der günstige. Ja? Genau. Und was eigentlich sehr schön sind, das ist jetzt, hört sich nicht besonders sexy an, dass man über Geld redet mit seinem Partner. Aber Studien haben bewiesen, dass es die Paarbeziehung und auch wenn man innerhalb von der Familie über Geld redet, dass es die Familienbeziehung stärkt. Also es hat sogar einen positiven Effekt, obwohl es vielleicht ein Thema ist, über das man nicht ganz so gerne redet, aber man entwickelt dann auch eine andere Art, wie man über das Thema redet, wenn man regelmäßig drüber redet. Und ich würde auch nicht empfehlen, dass man jetzt das einmal sich so einen Termin setzt, jetzt besprechen wir alles, sondern man muss es ja auch regelmäßig anpassen. Also bei uns ist jetzt gerade passiert, dass unser Auto war schon ein bisschen älter, wir haben schon gewusst, ja, irgendwann müssen wir das mal ersetzen, also kommt ein bisschen eine größere Ausgabe. Ich bin immer, das muss jeder selber wissen, aber ich zahle meine Autos oder möchte die möglichst bar bezahlen und nicht leasen. Also muss man doch ein bisschen einen größeren Betrag in die Hand nehmen. Und jetzt hat er so ein paar kleine Macken gehabt. Und dann hat mein Mann gefunden gehabt, ach komm, bevor wir uns jetzt lange damit rumärgern, kaufen wir uns ein anderes Auto. Und ich so, ja, aber der fährt doch noch gut. Und dann so, nein, okay, dann habe ich mich überreden lassen, aber wir haben das sonst zusammen entschieden, haben jetzt ein anderes Auto ausgewählt, aber dafür mussten wir natürlich auch Geld auf der Seite haben und gerade jetzt, wo die Börsen nicht gut gelaufen sind, wäre es falsch gewesen, wenn ich dafür hätte Aktien verkaufen müssen zum Beispiel. Also muss man sowas einplanen und sagen, okay, ich habe ein Budget auf der Seite, wo ich mir quasi immer ein Auto damit leisten könnte.
Vielleicht ist es da noch nicht so groß und dann wird es ein günstigeres Auto oder ein kleineres Auto. Oder ich sage, ich behalte einfach immer das Geld auf der Seite, weil das könnte ja sehr kurzfristig kommen. Ich könnte es ja auch gegen die Wand fahren, dann brauche ich ganz schnell ein neues Auto. Und so muss man das für sich planen. Was ist einem da wichtig oder was ist weniger wichtig? Und jetzt habe ich gerade letzte Woche die Überweisung gemacht. Es schmerzt immer, wenn so ein Geldbrocken weggeht, aber das gehört mit dazu. und dass man dann aber trotzdem die anderen Ziele möglichst nicht aus den Augen verliert. Ja. Auch interessant, weil ich mache das mit Katharina zum Beispiel so, wir unterhalten uns über Budgets. Also im Grunde führen wir das ganze Thema Finanzen wie in eine Firma auch. Ja, da hast du ja auch ein Werbebudget zum Beispiel, ja, oder ein Investitionsbudget in Technologie. Ja, und so haben wir jetzt zum Beispiel für den Hausbau, für Interieur, für technische Sachen, jetzt hier für Mindshift Valley, für diese Tinies, die wir vermieten und so weiter. Und da haben wir uns so kleine Budgets gebaut und achten da auch zusammen drauf, inwieweit fliegt halt ein Budget aus dem Rahmen, weil jeder Handwerker jede Woche den Satz bringt, ab nächster Woche steigen die Preise. Ne? Das hast du halt jetzt im Bau. Auf der anderen Seite freuen wir uns dann, wenn wir zusammen irgendwie gut verhandelt haben mit irgendeinem Gewerk, ja, oder eine Sache gut eingekauft haben, dass wir dann wieder ein Budget wieder auffüllen können. Und so handeln wir zusammen quasi die Budgettöpfe, aber wir haben Kompetenzbereiche. Also ich sage zum Beispiel, ich bin ein guter Designer, wenn es um Marken geht, aber nicht, wenn es um Interieurdesign geht. Ja, also bei mir würde das irgendwie immer eine sehr reduzierte, weiß ich nicht, Empfangshalle werden, aber es wäre nie gemütlich. Also macht sie das, ihre Kompetenz, und sie verwaltet dann quasi auch das Budget. Und bei Eventualitäten, weiß ich nicht, zu hohe Preise oder wir verlassen das Budget, dann unterhalten wir uns darüber und überlegen uns dann zusammen Lösungen, wie wir das vermeiden können, wie wir was umschaufeln können und so weiter. Aber damit haben wir, also das ist auch eine Vertrauensfrage, finde ich. Also ich mische mich überhaupt nicht in das Interieurdesign ein. Ja. Sie fragt mich dann immer und sagt, hey, wie findest du das? Und wenn ich dann eine Meinung habe, dann geht das, dann sagt sie, du willst ja doch mitreden. Ja. Und dann sage ich, nee, entscheiden tust du das am Ende. Ja. Oh. Wenn du mich fragst. Aber damit fahren wir zum Beispiel ganz gut. Ja, ich bin auch eine ganz große Verfechterin, auch innerhalb der Familie, von Arbeitsteilung. Dann ist es auch viel klarer, wer für was verantwortlich ist. Absolut. Es gibt da ja ganz viele Bereiche in der Familie, also geht es nicht um Finanzen. Aber mein Mann sagt immer, ich bin die Finanzministerin. Gut, ich bin diejenige mit der Bankausbildung, von daher passt es. Aber wir haben, deswegen ist nie die Diskussion, wenn Rechnungen reinkommen, die bezahle ich einfach immer. Leider muss ich auch die Steuererklärung damit ausfüllen, ja, weil das alles bei mir hängen bleibt. Ja. Dafür muss mein Mann immer Auto putzen zum Beispiel. Aber dann, man braucht eigentlich weniger Energie, wenn es so ein bisschen klar ist, wer für was verantwortlich ist. Und es gibt, deswegen ist man ja auch ein Paar geworden, weil jeder andere Stärken hat. Und es ist ja auch gut, wenn jeder dort seine Stärken einsetzt, wo es am meisten Sinn macht. Ja. Und das ist genauso. Aber gewisse Sachen sind ja auch schön, wenn man sich abwechselt. Gerade bei der Kindererziehung ist es ja ganz nett, wenn mal der Vater und mal die Mutter das Kind ins Bett bringt und das nicht immer an einer Person hängen bleibt. Und fürs Kind ist das bestimmt auch nett. Also von daher, wo es Sinn macht, Arbeitsteilung, so wie ihr das jetzt mit dem Design habt, finde ich ganz stark. Ist auch, was die Kinder dann natürlich auch mitnehmen. Ne? Also die wissen dann genau, wen sie fragen müssen, in welchen Kompetenzbereichen. Ne? Also wenn es um die Einrichtung ihrer Zimmer im neuen Haus geht, wo gehen die hin? Zur Katharina natürlich. Ja? Also weil sie genau wissen, da ist das Budget verwaltet. Und das macht es natürlich dann sehr klar. Und wir haben, dazu werden wir übrigens auch eine Podcast-Folge machen zum Thema Fehlerkultur. Es gibt keine Vorwürfe. Ja, also wir sind beide sensibilisiert darauf, dass unsere Absprachen auch gelten, aber wir informieren uns auch, wenn da irgendwie eine Unvorhersehbarkeit kommt, ja, Kind braucht Zahnspange, 4.500 Euro, weißt du, so Sachen. Das muss man eben auch alles auch langfristig in der Planung irgendwie haben. Und bei so vielen Kindern hast du halt immer Eventualitäten. Also du bist eigentlich immer am Improvisieren. Es ist halt nie irgendwie so, wie du es mal ursprünglich in deiner Planung hattest.
Ja. Aber umso wichtiger dann wirklich Sparpläne und Strategien zu haben. Ja. Ja, das passt extrem gut in das Thema. So für meinen nächsten Tipp, dass man eben ein gutes Vorbild sein soll für seine, für seine Kinder. Und was man eben seinen Kindern vorlebt, wie ihr jetzt das vorlebt mit den Kompetenzen, die jeder hat und an wen sie sich dort schon am besten wenden, ist es genauso, wenn ich auch meinen Kindern vorlebe, wie spare ich, wie gebe ich mein Geld aus, dass ich mir Gedanken drüber mache, dass das Geld nicht einfach nur da ist und ich gebe die Plastikkarte überall hin und damit kann ich mir alles leisten, sondern mir da durchaus Gedanken mache und nur so können wir uns das Leben leisten, was wir uns leisten. Oder warum muss ich sparen? Warum kann man sich gewisse Dinge auch nicht leisten? Das ist bei ganz vielen Familien natürlich auch ein großes Thema. Dann ist es wichtig, dass die Kinder das auch schon mittragen können und wissen, aber wenn wir da jetzt vielleicht ein bisschen zurückstecken, können wir uns dafür vielleicht das oder jenes leisten. Und deswegen auch ruhig die Kinder schon mit einbeziehen. Und nur so, wenn ich das vorlebe und auch als Mutter vorlebe, gebe ich eben diese Kompetenz eigentlich auch weiter an meine Kinder. Und die kriegen das ja mit. Ja, also wenn ich das sehe bei der Anna, die ist 3, wenn die einkaufen sieht, dann sieht die natürlich irgendwas, was ihr gefällt. Ja. Und dann sagt sie, das bringt dann der Osterhase. Ja, also sie sortiert das dann in ihre, wie nennt man das? In ihre Buddies, ne? Santa Claus und der Osterhase. Der bringt dann die großen Sachen. Also ich hätte auch manchmal gerne noch den Osterhasen, der mir was bringt, was ich mir wünsche. Ja, aber das ist halt, irgendwann weiß man, dass es den nicht mehr gibt und dann muss man selber vorsorgen. Genau, und das ist jetzt eine schöne Überleitung hin zu den Sparstrategien. Christina, hast du für uns Sparstrategien, die wir in der Familie leicht umsetzen können? An dieser Stelle möchte ich euch noch unbedingt auf unseren Partner Clank hinweisen. Clank begleitet Familien von Anfang an bei finanziellen Angelegenheiten. Die einfach zu bedienende App ist eine einzigartige Kombination aus Bankkonto, Sparplan, Cashback-Gutschriften und nachhaltigen Anlagen. So macht Sparen in der Familie, also im Clan, richtig Spaß. Lerne hier bei uns auf der Mindshift Elternplattform, wie du finanziell für die Zukunft deines Kindes oder deiner Kinder vorsorgst. Jede Woche veröffentlichen wir mit Clank einen Finanztipp in unserer Community, den du direkt ausprobieren kannst, um zu sehen, wie kinderleicht Sparen wirklich sein kann. Werde ein Held für deine Kinder und hol dir gleich die App für dein Smartphone. Gut, da gibt's ganz viele Da könnte man nochmal eine ganz separate Podcast-Sendung machen über Sparpotenziale. Aber was ich jetzt als Mutter noch besonders wichtig finde, wenn es darum geht, so um gleichberechtigte Finanzen, dass man auch sein eigenes Konto noch behält. Mhm. Weil das sieht man auch vielfach, wenn dann vor allem Familie da ist, dann ist, vielleicht gibt es noch irgendein Sparkonto, aber häufig wird es dann vielleicht vom Ehemann verwaltet. Aber ich finde es ganz wichtig, dass jeder, und zwar der Mann wie die Frau, sein eigenes Konto noch behält. Mhm. Und dass es nicht einfach so alles aus einem Topf kommt. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan von der Drei-Konto, nicht keine Regel, sondern von einem Modell eigentlich. Mhm. Und meine Empfehlung ist da, damit eben auch jeder so ein bisschen Autonomie selber behält, eben ein Familienkonto, ein gemeinsames. Dort kann man dann verschiedene Sparkonten zum Beispiel auch drunter einrichten für die verschiedenen Ziele, die man hat. Und das aber eben ich als Frau und aber auch mein Ehemann noch sein eigenes Konto hat. Da können die Gehälter auch, wenn beide am Verdienen sind, noch reinkommen. Und dann muss man sich einigen, was für ein Drei-Konten-Modell man eigentlich hat. Mhm. Und vor allem wird es natürlich spannend, wenn nicht jeder gleich verdient. Das ist relativ einfach, wenn ich genauso viel verdiene wie mein Mann, dann ist es relativ einfach. Dann könnte man sagen, okay, und jeder gibt die Hälfte davon ab und das geht aufs Familienkonto. Und es ist genau gleich. Da gibt es verschiedene Modelle. Eins ist, dass man sagt, okay, man gibt
einen bestimmten Betrag ab ans Familienkonto, man gibt einen bestimmten Prozentsatz ab oder jeder so viel er kann. Mhm. Ich bin, oder was ich ein sehr faires Modell finde oder was mein persönlicher Favorit ist, dass jeder wie ein Taschengeld für sich behält. Mhm. Und zwar einen bestimmten Betrag, der bleibt, egal wie viel jeder verdient, der bleibt auf dem persönlichen Konto und mit dem kann ich auch quasi machen, was ich will und bin niemandem Rechenschaft schuldig. Mhm. Vielleicht gegenüber mir selber, aber nicht gegenüber meinem Mann, sondern davon kann ich mir halt, wenn ich sage, in dem Monat leiste ich mir jetzt ein Wellness-Wochenende mit einer Freundin, dann kann ich mir vielleicht überhaupt nichts anderes mehr davon leisten, aber das ist dann meine Entscheidung. Gut, ich muss dann noch schauen, wer die Kinder versorgt in der Zeit. über das muss man dann vielleicht noch diskutieren. Aber vom Finanziellen her, oder ich habe vielleicht darauf gespart. Aber das ist dann meine Entscheidung. Und den Rest vom Geld, das kann dann sein, dass es, weil ich Teilzeit arbeite als Mutter, natürlich wesentlich weniger ist als beim Mann. Aber das geht aufs Gemeinsame, aufs Familienkonto und wird dort dann eben zusammen besprochen oder zusammen budgetiert und auf die einzelnen Sparmöglichkeiten oder Sparziele verteilt. Ja, ich glaube, das muss man dann auch sehr individuell sehen. Ich fände es ja auch schwierig, wenn man nur ein gemeinsames Konto hat, ja. Und ich will meine Frau mit einer Reise überraschen zu Weihnachten oder sowas, ja. Und sie sieht im Kontoauszug, was es dann gibt. Ja. Ja, also das ist dann natürlich auch nicht förderlich. Oder und sie es ist sieht natürlich schon, auch. Dass du die Blumen für den Hochzeitstag gekauft hast. Genau. Dann ist die Überraschung doch nicht mehr gedacht, ganz so super. Schön. Oder wenn man dann sieht, wie viel es gekostet hat. Sondern das würde dann eben bei mir von dem Taschengeldkonto weggehen. Und, und dann kann ich entweder meinen Partner mit was überraschen oder eben ich kann es für mich selber entscheiden. Aber wenn es um Geburtstagsgeschenke für die Kinder geht, ist das klar, dass es dann vom Familienkonto geht. Ja. Ich finde es neben der Ratio, die ich gerade gesagt habe, ne, also diese Überprüfbarkeit, was man da gekauft hat, wenn es nur ein Konto gäbe, natürlich auch den emotionalen Wert, den ein eigenes Konto mit dem eigenen Geld, über das ich selbst, ohne mich erklären zu müssen, verfügen kann, das ist natürlich ein Riesenwert. Also ich denke auch gerade für Mütter, die vielleicht die Finanzverantwortung bisher in die Hände ihrer Partner oder Partnerin gelegt haben, dass ich jetzt hergehe und sage, ich habe mein eigenes Konto und ich habe mein eigenes Geld. Selbst wenn ich vielleicht Vollzeit wirklich zu Hause bin und gar keinen Teilzeitjob habe, ja, müsste man ja auch noch überlegen, wie funktioniert dann das Dreikontenmodell. Ne? Da müsste der Mann den Teil an sie überweisen, ne? Und dann verfüge ich über dieses Taschengeld. Ja. Genau, dann deswegen, ich bin immer noch dafür, weil man hat sich ja als Familie so organisiert oder so entschieden, dass ein Teil daheim bleibt. Das kann auch durchaus der Mann sein. Also ich kenne auch solche Fälle, wo der Mann daheim geblieben ist und die Frau ist 100% arbeiten gegangen oder der eine arbeitet 60 und der andere 40. Aber auch, es spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern man hat das begrenzte Einkommen, das begrenzte Gesamteinkommen. Mhm. Und davon geht der größte Teil aufs Familienkonto und jeder bekommt den gleichen Anteil. Mhm. Aber darüber muss man sich natürlich erstmal einig werden. Ja. Und ich stelle mir das als ein richtig gutes Gefühl dar, wenn das bisher nicht so war, dass ab sofort du da völlig autark sein kannst. Ja? Mhm. Du kannst halt shoppen, was auch immer du willst in deiner Verantwortung mit deinen Möglichkeiten. Ja. Ja, genau. Aber ich kann mir halt auch nur begrenzte Anzahl von Schuhen kaufen und nicht unbegrenzt. Sondern, oder da muss ich dann neu mit meinem Mann verhandeln, wenn es unbedingt noch ein anderes sein muss. das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Aber zumindest das, was in meinem Budget drin ist, und dafür gehe ich dann halt leiste mir sonst nicht noch was extra. Ja. Und was auch noch dazu kommt, wenn ich das Ganze zusammen mache, also die Finanzplanung gemeinsam mache, dann hat man einfach zwei Köpfe, die über mögliche Lösungsszenarien oder Umschichtungen von irgendwelchen Budgets nachdenken, als wenn es nur einer macht.
Ja, also bei mir zum Beispiel mit der Katharina geht das so, da grübel ich über eine Sache nach und frag sie dann, sag, wie würdest du das machen? Und dann hat sie so ganz brillant einfach eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Lösung, wo ich dann einfach sage, hey, cool, na klar, so machen wir das. Also ja. Es entlastet auch, ja, sich, wenn man sich da nur alleine Gedanken, genauso bei ihr, machen würde, oder man sagt, man schichtet da irgendwelche Dinge um, macht das vielleicht ganz anders, verhandelt nochmal ganz anders mit jemandem, jetzt speziell auf unserer Baustelle. Und so kann man sich da gegenseitig einfach als Team nochmal ganz anders supporten. Ja, ein ganz anderes Commitment. Ja. Und da komme ich eigentlich so ein bisschen zu einem anderen Punkt, was ich sehr wichtig finde, dass die Frauen und die Mütter eben sich auch Finanzwissen aufbauen. Ja. Und sich mit den, eben nicht nur mit den Ausgaben und den Budgets beschäftigen, sondern auch, okay, und jetzt haben wir einen Teil auf die Seite gelegt oder wir wissen, wir können so und so viel jeden Monat auf die Seite legen. Was machen wir jetzt damit? Genau. Weil einfach auf dem Konto rumliegen lassen, das kriegt im Moment keine Zinsen, immer noch nicht. Gibt vielleicht jetzt dann bald wieder mal ganz, ganz wenig Zinsen, aber damit kann ich immer noch nicht wirklich mehr was aufbauen. Das ist der erste Schritt. Aber wenn ich das eigentlich, die Entscheidung schon mal getroffen habe, dann geht es darum, okay, wie investiere ich vielleicht das Geld? Gerade für die längerfristigen Ausgaben, wenn es was ist wie ein Haus kaufen, ein Haus bauen, vor allem natürlich Altersvorsorge oder aber auch Ausbildung von den Kindern. Wenn die Kinder noch klein sind, habe ich da ja einen Anlagehorizont von 20 Jahren. So schnell, die wenigsten schaffen ja schon mit 10 irgendwie ihr Abitur, sondern im Normalfall habe ich da ein paar Jahre Zeit. Ja. Dann muss ich nicht die absolute Expertin in dem Bereich werden, aber ich muss zumindest verstehen können, um was es geht. Und ja, deswegen so mein Ratschlag, beschäftigt euch mit dem Thema, setzt euch mit dem Thema auseinander, so dass ihr es mit eurem Mann zumindest Fragen stellen könnt oder löchert ihn, warum sollten wir das so machen und nicht einfach davon ausgehen, ja, der hat es ja schon immer gemacht und deswegen weiß er besser, wie es geht, weil das ist auch nicht unbedingt der Fall. Aber 63% der Frauen sagen, sie haben wirklich kein Know-how. Und das ist so ein bisschen eine Pflicht, dass man sich dort eben auch informieren muss und sich zumindest damit beschäftigen muss, damit man die richtigen Fragen stellen kann. Ja, super wichtiges Thema. Noch dazu, gerade zum Thema Altersvorsorge, auch wieder eine Zahl, 35% der Frauen gehen davon aus, dass sie im Alter auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Ja, also auch da müsste man sich nochmal die Frage stellen, wenn ich zu Hause bin als Mutter, ja, bei den Kindern und er geht arbeiten, im Beispiel, also wie sieht es denn eigentlich da mit meinen Rentenanwartschaften aus? Ne? Also in Deutschland ist da kein Gleichgewicht hergestellt vom Gesetzgeber. Das heißt, da muss ich in der Familie über eine Sparanlage einen Ausgleich schaffen für die Zeit, in der die Frau nicht arbeiten gehen kann. Und der Mann Vollzeit unterwegs ist da draußen. Genau, und ja, da gibt es also Möglichkeiten von privaten Vorsorgen, von, das kann ich, genau. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber dass man das Geld wie eben auf die Seite legt. So wie ich trotzdem noch ein Taschengeld bekomme, bekomme ich auch meinen Anteil an der Altersvorsorge und das natürlich möglichst zu investieren. Ja. Das heißt, nächster Punkt auf unserer Liste, sich weiterbilden, einfach schauen. Es gibt, glaube ich, ganz gute Tutorials, die man sogar bei YouTube findet, wenn ich sogar Online-Seminare belegen kann oder vielleicht sogar einen guten Finanzberater hat, was ich da im Einzelnen machen kann. Und ich glaube auch, und das unterstelle ich einfach mal den Männern, die da sich für das Thema Finanzen zuständig fühlen, die gucken ja auch nicht jeden Monat, was gibt's Neues, ja, oder jedes Jahr, sondern die haben das irgendwann mal ausbaldowert mit der Hausbank oder dem Versicherungsfachmann, Fachfrau. Und dann ist das halt einfach so geblieben. Ja? Also damals gab es vielleicht noch keine ETFs oder ähnliche Anlagemöglichkeiten. Das heißt, sich darüber ab und zu mal zu informieren, auch was steuerliche Vergünstigungen angeht. Ja? Also da hat man ja als Familie auch
völlig neue Möglichkeiten heute, gerade jetzt, wo der Staat natürlich versucht, auch zu unterstützen, aufgrund der politischen und weltlichen Situation. Also da lohnt es sich gemeinsam immer am Ball zu bleiben, und das fast eine Verpflichtung heutzutage, muss man wirklich sagen. Also egal, was man sich da im Weltgeschehen gerade an. Also ich finde das extrem wichtig, sich da immer wieder zu informieren und zu schauen, was da auch an Förderungen angeboten wird für Familien. Das wissen viele wahrscheinlich auch nicht. Nein. Und weißt du, was noch ganz interessant ist? Dass die Frauen meistens besser anlegen als die Männer. Ach. Sie gehen weniger Risiko ein. Also das genau, sicherer vor allem. Sie gehen weniger Risiken ein. Dafür gehen sie oder investieren sie in mehr in die Breite und fahren damit meistens besser als die Männer, die lieber so ein bisschen, oh, ich habe da noch einen Tipp und ich habe da einen Tipp und lieber so ein bisschen Stockpicking, wie man sagt, machen und damit meistens schlechter fahren und damit mehr Risiken eingehen. Das kann natürlich auch gut gehen, das will ich ja gar nicht sagen. Aber im Durchschnitt sind die Frauen die besseren Investorinnen als die Männer. Also von daher lohnt sich das auch noch richtig, sich das aufzubauen. Ja. Das ist auch bei uns so geregelt, dass wir so ein ganz kleines Budget haben zum, wie sagen wir das, so als Spielgeld für Investitionen, zum Beispiel so in Kryptowährungen zum Beispiel. Also wir würden niemals über das Budget hinausgehen, aber wir wir wollen halt auch eine breite Streuung haben und das ein oder andere mal ausprobieren. Ich meine, jetzt ist momentan sowieso alles am Boden, ja? Also das ist auch ein großes Thema, aber vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen, gerade in solche Sparanlagen. Vielleicht mal, um auch hier wieder ein konkretes Beispiel zu finden, kannst du, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir natürlich immer individuell schauen müssen, wie geht es der Familie, wie sieht da die finanzielle Situation, die finanziellen Einkommensquellen aus, aber gibt es eine Sparstrategie, die man verfolgen kann? Ja, es gibt so eine 50-30-20 Strategie zum Beispiel, dass so von den insgesamt von den Einnahmen 50% so wie für die fixen Ausgaben ist, 30% für die flexiblen und 20%, dass man für die Anlagen dann eigentlich reservieren sollte. Das ist natürlich ganz, ganz allgemein. Es gibt Fälle, wo einfach diese 20% gar nicht da sind, weil man einen ganzen Teil braucht. Es gibt Fälle, wo die 20% mehr sein können oder der Anteil, den man investieren kann. Aber das ist so eine ganz grobe, allgemeine Strategie, die man mal durchrechnen sollte und schauen könnte, habe ich die 20% Sparpotenzial und könnte ich die dann tatsächlich investieren? Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man eben immer so Notgroschen auf der Seite behalten sollte. Wie das Beispiel, was ich mit dem Auto genannt habe. Es ist blöd, wenn ich alles investiert habe und dann eben zu einem Zeitpunkt, wenn gerade die Börsen nicht gut laufen, dann verkaufen muss. Sondern das sollten wirklich die langfristigen Ziele sein, wo ich gut drauf hinarbeiten kann und nicht plötzlich dann verkaufen muss. Klar, es kann immer Notfälle geben, wo man es dann trotzdem mal muss, aber ich sollte immer noch einen Notgroschen auf dem Konto haben, wo ich, oder wenn der Kühlschrank kaputt geht, dass ich den dann eben auch gerade noch bezahlen kann. Ja. Das sind immer so Kleinigkeiten, ne? Das ist Winterreifen abgefahren, brauchst nur einen Satz neue Winterreifen, ja. Das sind so, ja, das sind so Kleinigkeiten. Ja, natürlich. Oder dann Beispiel Zahnspange, ja. Oder Nachzahlung Finanzamt, ja, auch immer wieder geschehen. Oder was natürlich jetzt ein Riesenthema sein wird, und deswegen ist das Sparen wirklich ein ganz großes Thema. Nachzahlung zum Thema Energie. Ja, also wenn die Energiepreise weiter so steigen, dann habe ich jetzt wahrscheinlich die Nachzahlung einer Zeit, wo die noch relativ normal waren. Aber es ist absehbar in den nächsten Jahren, wo sogar Energieversorger eine Ratenzahlung anbieten, teilweise sogar Insolvenz anmelden mussten. Also das zeigt, was für eine Situation wir gerade im Energiemarkt haben. Ja, also spätestens jetzt ist es echt ein wichtiges Momentum, da mit dem Sparen anzufangen. Auf jeden Fall, ganz wichtig. Wie schätzt du vielleicht
Noch zum Abschluss dieser Podcast-Folge, wenn wir jetzt gerade schon beim Weltgeschehen sind, Krieg in der Ukraine, Rohstoffknappheit, unsere Minister und auch der Bundeskanzler sagen, wir müssen uns jetzt speziell in Deutschland, du sitzt ja in der Schweiz, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Wir müssen uns auf Einschränkungen einstellen. Hat sich jetzt, wenn du jetzt mal an deine Familie denkst, hat sich da bei euch viel geändert in eurer Strategie oder hat sich das eure Strategie damit bestätigt? Also verändert sich da gerade bei euch was? Nein, bei mir persönlich jetzt nicht, weil ich eben immer schon so geplant habe, dass ich Notgroschen auf der Seite habe, dass ich immer ein Teil liquide bin, dass ich das Geld, was ich angelegt habe, eben langfristig anlege und das weit über den nächsten Winter hinausgeht. Und aber halt sage jetzt, bleibt mir natürlich dann auch ein bisschen weniger zum Sparen. Meine monatliche Rate wird geringer sein, wenn ich eben mehr zahlen muss fürs Öl oder fürs Gas. Oder vielleicht auch gar nicht. Wenn es gar nicht mehr kommt, dann kann ich vielleicht wieder sparen. Aber nein. Oder halt auch so verreisen mit dem Auto. Also ich meine, wenn man Ferien plant, kann das jetzt plötzlich einfach teurer sein, weil ich halt einfach mehr bezahle an der Tankstelle, als ich das im Winter noch geplant hatte. Seitdem sind natürlich die Kosten gestiegen. Und dann muss ich natürlich schauen, verzichte ich dafür vielleicht auf was anderes? Es gibt zwei Strategien. Entweder ich habe weniger zum Sparen am Schluss oder ich muss irgendwie verzichten, weil das funktioniert leider noch nicht, dass ich jetzt einfach sagen kann, ja, dann schauen wir halt einfach, dass wir mehr verdienen. Ja, das kann natürlich auch eine Strategie sein mit noch einem weiteren Nebenjob oder einem zusätzlichen Einnahmequelle. Auf der anderen Seite, und da schließt sich der Loop von dem oder zu dem, was du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, dieses Interessieren von beiden Elternteilen, also jetzt heute speziell natürlich auch der Aufruf an die Mütter, sich für die Finanzsituation zu interessieren, heißt ja auch zu verstehen, wo fließt das Geld bei uns ab? Ja, wo können wir entsprechend vielleicht ein Konsumverhalten verändern aufgrund des Umfeldes, in dem wir uns bewegen? Ja, also steigende Kosten jetzt zum Beispiel beim Einkauf. Ja, wo kann man das vielleicht umschichten, ja, innerhalb des Ausgabenplans? Und wo kann man vielleicht doch das ein oder andere, kann ja auch mal eine Gehaltserhöhung geben, dass man die gar nicht mit einplant in die Ausgabenstruktur, sondern dass man sagt, hey, das hat man bisher nicht, das packen wir jetzt gleich auf unser Rücklagenkonto zum Beispiel, ja, oder in unseren Rücklagenpart. Aber dafür ist es halt notwendig, dass wir uns damit beschäftigen, ja, dass wir uns interessieren und dass wir uns natürlich auch in diesem Bereich weiterbilden und zumindest mal die Podcast-Folgen hier mit dir hören, damit wir inspiriert werden. Ja, genau. Und wenn ich sage, oh, aber mit wem kann ich das denn noch besprechen, weil ich vielleicht eher Probleme habe, das mit meinem Partner zu besprechen oder der vielleicht auch keine Ahnung hat, das gibt es ja auch, absolut. Dann sollte man nicht vergessen, sich zu überlegen, mit wem kann ich das besprechen. Also du hast schon gesagt, vielleicht habe ich einen Profi, wo ich das Vertrauen habe, aber ansonsten einfach auch mal im Freundeskreis das Thema zu besprechen und nicht immer davon auszugehen, über Geld spricht man nicht, sondern auch mal fragen, wie macht ihr das ganz konkret? Oder wenn Freunde schon sich ein Haus gekauft haben, wie habt ihr das finanziert? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil da kriegt man dann auch manchmal ganz andere Ideen, auf die man selber gar nicht gekommen wäre. Oder man hat Pech, dass man einen schlechten Banker erwischt oder der nur seine Produkte verkaufen will, sondern einfach noch viele Inputs auch von extern zu bekommen, um sich ein abschließendes Bild eigentlich machen zu können. Ja, super Tipp. Das machen wir übrigens auch so. Es gibt ja diesen falschen Satz, finde ich. Man spricht nicht über Geld. Aber wie soll es bei dir bleiben oder zu dir kommen, wenn du es nicht auch irgendwie in den Fokus setzt? Das heißt, wir fragen natürlich auch befreundete Pärchen, die wir haben, hey, was macht diese gegenwärtige Situation mit euch? Ja, oder was verändert sich bei euch? Wie habt ihr das Problem jetzt auch, bevor wir gebaut haben, haben wir auch gefragt, die Leute, die gebaut haben.
in den Größenordnungen, wie wir es aufgrund der Familiengröße auch machen müssen. Wie habt ihr das Risiko minimiert oder solche Sachen? Und das sind wichtige Fragen und darüber tauscht man sich auch gern aus. Also das ist schon auch ein interessantes Learning für uns gewesen, immer wieder auch nachzufragen und zu sagen, wie macht denn ihr das bei euch eigentlich? Ja, man kann ja dann immer selber entscheiden, wie viel davon erzähle ich, also wie tief lasse ich meine Zahlen gucken, aber von der Strategie packt jeder aus und sagt, hey, wir machen das nach dem Drei-Konten-Modell zum Beispiel, ja, oder was auch immer. Also das ist ganz wichtig, sie da oder einen Frauen- und Mütter-Stammtisch zu gründen, ja, und zu sagen, und wenn er digital via Zoom funktioniert und sagt, hey, wir tauschen uns aus, wie machen wir das? Also man ist nicht alleine, ja. Also das ist ein guter Tipp von dir, ja. Ja. Sehr cool. Liebe Christina, ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge in unserem Finanztalk hier im MeinSchiff-Podcast. Vom Umtausch ausgeschlossen und würde sagen, wir sind gespannt, was für Kommentare unter den Shownotes landen werden. Vielleicht die eine oder andere neue Strategie, die wir beide noch nicht kennen, wer weiß. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ich mich auch. Stellt viele Fragen, dann können wir dies nächste Mal beantworten. So machen wir das. Dankeschön. Danke, Christina. Ja.